Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tungsdorf. Wieder mit dabei der Leo. Einer. Der Richie. Einer. Boxfresh. Guten Tag. Der Dirk. Hier ist er. Und der Lukas. Hallo. Sehr gut. So, haben wir irgendwas? Genau, wir haben neu hier einen wunderschönen Bergmann-Überladewagen, mit dem ich jetzt dann gleich die zwei Drescher abfahren werde oder abtanken werde. Und der Richie fährt unseren neuen Roadtrain. Mhm. Was, wirst du da umdrehen, oder? Ich versuche ihn gerade umzudrehen. Okay. Ja, ihr zwei sagt, ihr bleibt nicht zusammen, okay. Gute Frage, wo muss ich jetzt das hin? Ich glaube, ich bleib mal bei Lukas fährt am Rand, ich glaube, ich bleib mal bei Dirk. So, der Leo ist im Wald und der Boxfresh macht Gras, glaube ich, oder? Ja. Grasschwaden. Und dann gucken wir mal, wenn es brennt, dann müssen wir vielleicht mal. Ja, aber ich glaube, bei Raps sollte es schon funktionieren. Vielleicht mal löschen. Richtig, du stellst ihn irgendwo hin, wo du Platz findest? Ja, hier so an die Straße, ehrlich. Ja, hier ist er am Rand, ja. Machst du die ganzen Folien ab oder die ganzen. Ne? Alle ab, Werner. Ich bin noch. Ja. Werner, ich spiele doch nicht im Sand. Und vergiss nicht, Motor laufen lassen, bitte. Ja, natürlich, den Motor. Hallo? Weil sonst, weißt du ja. Weißt du nicht, was sonst passiert, aber ist egal. Richie, wenn du dann Zeit hast, ne? Dann kannst du dir eigentlich einen Trecker schnappen, einen Ladewagen und zu dem Kollege Boxfresh hochfahren und ein bisschen Gras abholen. Kollege Boxfresh? Traktor ist. Ja, ja. Mit dem John Deere meinst du? Ja, zum Beispiel. Kann er was? Fahren? Jetzt so auch so schnell fahren. Aber sonst haben wir gar keinen freien Traktor mehr. Nee, den Steier, glaube ich, haben wir noch irgendwo rumstehen. Ja, der hängt in irgendeinem Förderband, glaube ich. Ja, das kannst du eigentlich so lassen. Gut. Oder? Nee, lass mal das so. Besser so. Boah. Fährst du an der gleichen Stelle wieder zurück, Dirk? Fahr hier wieder zurück. Okay. Dann tanke ich dich hier schnell ab und dann muss ich nochmal zu Lukas rüberfahren. Alter, der ist schon fett. Der Leo, das ist der große ÖLW, ne? Das ist der große, okay, ja. Sehr gut. Das ist sehr gut. Dirk, wie schnell fährst du denn? 15. Warte mal, kann der sich dann vom Gewicht vorne ranhängen, der Typ hier? Glaube schon. Wir haben keine Frontgewichte, ne? Nur irgendein Heckgewicht, was das ich müsste jetzt gebraucht hätte. An einer Feldzufahrt hilft nicht noch ein großes, schweres Gewicht. Ja, ein Heckgewicht mit einem komischen Bolzen da dran. Das ist schlecht geworden. Das hatte ich schon mal vorne dran, das sah ganz sicherlich aus. Ich brauche erstmal einen Ladewagen, wo steht der denn? Oder steht der irgendwo bei den Kühen? Ladewagen steht, glaube ich, bei den Kühen. Habe ich zuletzt gesehen, auf alle Fälle. Also fällt 14.15 um. Wenn das so ist, dann keine Ahnung. Nee, 12. Bei 12, glaube ich, ist das. Nein. Dann wollen wir den Lukas suchen gehen. Oh, Lukas, wo bist du denn? Hat er zu schnell gefunden. Okay. Komm ich mal zu dir, ne? Ja. Glaube ich zumindest, dass ich. Ja. Doch, ich bin am Weg. Jo. Dauert zwar ein bisschen, aber. Der Wille ist da. Alter, ist der 90% schon. Oh. Kann das sein, dass der Klaas ein bisschen zu klein ist für den Überladewagen? Oh mein Gott. Wer ist denn da? Wer donnert denn da gerade am Hof rum? Ja, wenn man guckt, wie tief der Fluss ist. Ne? Ja, so hat's ausgesehen. Ich würde hupen, wenn die Hupe nicht so lächerlich wäre. Lass es besser. Ja. So, alter Schwede, es geht ganz gut was rein in das Ding hier. Und dann muss ich gleich wieder zu Dirk fahren. Na gut. Jungs, gibt's irgendwas Neues? Irgendwas Weltbewegendes, Großartiges, Neues? Leo, du hast ja immer irgendwas Neues auf Lager. Wenn das stinkt, ist zum Beispiel was ganz Neues. Okay.
Auch eine der gute Leo Nachricht. Fragt man nicht mehr. Ja. Letzter Marathon ist abgesagt. Ist das eine gute Nachricht? Ich kann mit dem nichts anfangen, weil ich komme nicht von dir. Was? Ey, der ist europaweit. Was? Aber wir treten nicht hoch. Ja, ich hab vergessen. Ja. Wir haben Grenze zu. Nein, ja. Ja, wie abgesagt? Komplett? Oder nur bei euch so ein bisschen? Deutschland. Ja, bei uns auf jeden Fall im Bundesland, aber angeblich auch für ganz Deutschland. Bei uns ist sowieso abgesagt, wenn es regnet. Bin ich so der Meinung. Das hieß die Polizei bei uns siehst du nur blitzen, wenn schön Wetter ist. Sonst siehst du kein Schwein da irgendwo blitzen. Ey, ist wirklich so. Ja, ja. Also wenn scheiße Wetter ist, dann kannst du fahren wie eine gesenkte, ne? Geil. Kontrolliert kein Mensch. Ich muss ja mal auswandern. Ja, habe ich dir schon öfter gesagt, aber du gabst mir nichts. Weil hier bei uns könntest du auch das sogenannte Wunschkennzeichen haben, das du immer haben wolltest. Wunschkennzeichen? Wolltest du nicht ein Wunschkennzeichen haben? Nein, nee. Wechselkennzeichen. Genau, Wechselkennzeichen war es. So. Musst du jetzt mal in Lade raus. Ach ja. Wechselkennzeichen, ja. 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 Ja, schon was, ne? So, dann machen wir das einfach so. Guck mal ein bisschen auf den Inspektor. Leo, ich weiß, ich habe dich schon mal gefragt. Ich frag dich jetzt aber nochmal. Wie viel bringt ein voller Hänger Holz? 60.000. Okay. 1000 ungefähr. Ohne den Zug, ne? Ohne den? Ach so, Zug nochmal, so viel? Zug ungefähr nochmal. Okay. So, alter Schwede, ist das ein fettes Überladerohr. Ah. Unser Rollstuhl ist beschädigt. Bin da mal ein bisschen dran geschliffen. Rohr einfahren. Moment, Taste 10 ist hier. Oh, nee. So. Kann ich das noch weiter ausfahren, oder? Nee. Nee. Standbild des Todes. Alter Schwede. Das ist gar nicht mal so geil. Sowas von. Alter Vater. Bei euch oder was? Ja. Ja. Okay, alle. Dann weiß ich, wo es war. Okay, dann mache ich das nicht mehr. Was hast du gemacht? Ich habe das Pipe-Licht angemacht. Das war aber nicht so toll. Kann man den nicht noch ein bisschen ausfahren? Das kann doch nicht sein. Oh. War es wieder? Nee, ne? Nee. Okay. Ja, beim Licht mache ich es meistens beim ersten Ich muss Mal. Es eingrenzen, deswegen. Oh. Kann die Lenkachse sperren? Das ist ja geil. Alter. Was denn? Das Tor ist zu, jetzt muss das wieder aufmachen. Da regt er sich. Ach so, war das. Nee, da Ritschi, da bist du drüber hinweg, oder? Worüber? Dass das Tor immer zu ist. Nein. Nein, immer noch nicht? Okay. Okay, die Abladegeschwindigkeit ist ja mal richtig lahmarschig hier. Ja? Sieht das so aus, als wie kräftig der Wind gehen würde, weil das alles in Lukas Richtung Lukas ist gleich bläst. Voll, wollte ich mal kurz sagen. Danke, Boxe. Danke. Wolltest du nicht noch Gas sammeln? Der Boxe. Wir gehen da rein. Wie viel Liter? Ja. Gute Frage. Hä? Ich hab es nicht geguckt. So, dann fahren wir jetzt mal hier runter. Guck mal, Alter, ich habe das halbe Feld schon weggebissen, ne? Fast zumindest. Dirk hat noch ein bisschen Zeit, sagt er. Dann fahren wir zum Lukas nochmal. Eieiei, ja, das ist... keine Zeit mehr. Das ist ein bisschen stressig hier. Wo soll denn der Grass nachher hin? Der Grass kannst du entweder zum Hof bringen oder ich glaube näher wäre sogar der Kuhhof oder der Stall. Weil es ist ja ein Gesamtlager. Ja. Da fährt der Leo vorbei. Oh, einer. Du bist fahren, okay. Alter Schwede, wird für Gras rauskommen. Eine Bahn, 33%. Obwohl, das geht noch. Boah, gerade so, ne? Lukas, jetzt warte doch mal auf mich. Mein Gott, der Typ, ne? Haha, du hast das ausgelassen.
Hab ich ihn gemützelt oder redet er einfach nicht? Nö, nicht mit dir. Okay. Also das kann ich gar nicht machen. Ich weiß, ob Werner gar nicht erst hört, oder? Hallo. Ich weiß, dass jetzt Dirk gleich wieder sich melden wird. Ey, Dirk hat voll! Ne? Okay. Nee. Okay. So, Lukas, du hast noch 20%. Bleiben wir hier stehen? Wir bleiben nicht hier stehen, okay. Lukas! Boah, hat der Typ, mehr, was zu sagen. Ich weiß genau, dass Lukas jetzt ein fettes Grinsen im Gesicht hat. Er war zu viel mit Leo unterwegs. Hä, was? Ich hab jetzt gar nichts gemacht, Werner. Ja, ist ja okay. Was, fühlst du dich schuldig, oder? Nein. Bitte schon hab. Stopp! So, wo ist der Dirk? Der steht da. Da, wo es leuchtet. Da, wo's, ja, auf die Entfernung siehst du das nicht. Leider. passt. Also, der Rotate wird wahrscheinlich ewig dauern, bis er voll ist. Mhm. Habe ich so das Gefühl. So ein bisschen sinnlos, den genau vor den Hof hinzustellen und dann damit auf den Hof raufzufahren. Das ist egal. Leo wollte das so. Ach so. So, erstmal Handbremse rein. Dirk, nicht Dirk. Richie, fährst jetzt wirklich Trecker? Ja, ich kann's selber nicht glauben, aber. Okay. Leo, hast du aufgeschrieben? Er fährt Trecker. Mm. Man hört auch, wie motiviert er ist gerade. Total. Bin auch. Kann ich, weiß ich, Leo, du weißt ja. Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. Deswegen. Oh mein Gott. Was, Betty? Was war das jetzt? Im Ladewagen. Der Tag war ganz schön leicht. Das war echt gutes Timing gerade. Also. Alter Schwede, hat sich jetzt komisch angehört, ja? Fast so wie gewollt, Richie. Fast so wie gewollt. Jetzt ohne Scheiß, der Ladewagen. Ja. Macht so, wenn du eine Kurve fährst mit dem Traktor. Das ist so. Dann fliegst du einfach hingegen. Den jetzt hier das Lager. So hört sich das auch an, wenn Richie bei ETS über Grünstreifen fährt. Dann hört sich das genauso an. Lager. Nee, du warst gar hier, nur kann ich das abstimmen. In der Halle drin, wo der Ladewagen her ist, glaube ich. Da dürften 3 solche Häufchen sein. Ach, hier, nee, hier hinten sind so eine Trichter, kann das sein? Oder sind hier rein? Gucken wir vielleicht. Wollen wir noch einen Ladewagen kaufen oder reicht einer? Einer reicht wohl. So. Noch ein Stück. Oh, er gibt alles daneben. Ja. Geht da was rein? Jo. Der Leo ist hier. Leo, was machst du jetzt hier? Guck mir an, wie du arbeitest. Ja, toll natürlich. Okay. Beschwerden? Na, würde ich doch nicht gerne. Du hast schon wieder so ein breites Grinsen im Gesicht. Ich weiß es ganz genau. Das höre ich doch an deiner Stimme. Das ist jetzt Quatsch. Kein Widerspruch? Okay. Das ist jetzt Quatsch. Soll ich schon mal das Feld Nummer 10 kaufen? Boxer, mach nicht so einen Stress. Nee, warte, das machen wir dann. Machen wir dann alles und einmal. Bist du arbeitslos, Boxe? Ja. Warum machst du das?
Was kann der Boxer machen? Du kannst Baumstümpfe vernichten. Wenn du das möchtest. Oh, das ist die Leo-Arbeit. Okay. Anspruchsvolle Arbeit. So ähnlich wie Graschwaden ansammeln. Schon wieder anfangen mit Sehen auf 11. Ja, das geht auch. Ja, wenn ich da drüber fahre, ist wieder alles im Arsch. Er ist ja überall drüber. War das nicht so auf der Hofbergmann auch? Angesät, drüber gefahren, im Arsch. Nö. Auf Wachstum über 1 zurückgesetzt, aber da, wenn du es ansehst, dass eh auf 1 ist, ist. Achso, ja gut, dann kann der Boxer das gerne machen. Latte. So, aber wir sind schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, wäre es nett und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu einer weiteren Folge. Tungsdorf, bis dahin, mach's gut. Ringgehauen. Ciao, ciao. Ringgeballert. Ciao.